Also tatsächlich ist mein größter Traum, dass ich mit 80 auf dem Mond sterbe. Schwerelosigkeit. In so einem Parabelflug bist du 30 Parabeln lang gefangen. 30, Ja, wow. die fliegen 30 Parabeln. Gefangen, sagst du? Ja, weil du So kannst nicht sensationell, raus. 30 Farben. Ich habe es Ja, zweimal klar. gemacht. Beim ersten Mal habe ich 30 Mal gekotzt. Und, Entschuldigung, aber beim zweiten Wow, Mal hatte ich dann krass. Spaß. Ja, seit über 20 Jahren ist sie im nationalen Fernsehen vertreten. ProSieben, ZDF, Sky, CNN. Und bei Events moderiert sie für Bosch, Audi und auch mal mit Katy Perry, Sylvester Stallone und Brad Pitt. Ganz herzliches Willkommen, Joygret Winkler. Hallo. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Danke, Ingo, für die Einladung. Du bist ja Diplom-Finanzwirtin und warst Betriebsprüferin im Finanzamt. Wie kommt eine Betriebsprüferin aus dem Finanzamt zur Moderation? Das ist ganz einfach. Ich habe das nur für meine Eltern studiert. Ich war mit 18 noch nicht so stark, dass ich sage, nein. Die haben gesagt, du bist gut in Mathe. Als Steuerbeamte bist du abgesichert für den Rest deines Lebens. Das ist überhaupt der Satz, der mich immer, ne, der hat mir immer Angst gemacht. Also das wollte ich nie wissen, was ich für den Rest meines Lebens mache. Und nachdem ich aber unterschrieben habe, hatte ich schon 5.000 Mark Schulden damals, weil man irgendwie das abarbeiten muss. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich kann es jetzt auch nicht mehr nicht machen und dann habe ich es zu Ende gemacht. Habe bis vor 5 Jahren, glaube ich, 100 € im Monat bezahlt. Also ich bin jetzt fertig damit. Ich habe es jetzt abbezahlt. Aber es hat mich auch schon gerettet. Ich habe das nicht gedacht. Ich dachte immer, ich habe sehr viel Zeit verloren dadurch. Ich war ja aber auch Animateur und dann im Fernsehen und bei verschiedenen Jobs, manchmal auch ein bisschen angestellt und freiberuflich und im Ausland. Und diese Rechenaufgabe, die normalerweise der Steuerberater machen würde, das war für mich ja eine Schule. Ja, das war ja ein Klacks. Und ganz ehrlich, wenn ich heute überlege, hat es mich eigentlich gerettet. Weil am Anfang hätte ich mir einen Steuerberater gar nicht leisten können und ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich das machen soll. Und wenn man seine Steuern nicht bezahlt, kann man sogar im Knast landen. Und das wusste ich immer. Das heißt, ich habe immer 50% gespart, damit ich alles bezahlen kann. Also das war für mich eigentlich so automatisch. Und ich habe es wirklich erst nach 10 Jahren verstanden, dass dieses Studium mir diesen Weg frei gemacht hat. Ja, also wie du schon gesagt hast, du hast ja sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Eben Animateurin, Fitnesscoach, du warst in New York bei Lee Strasberg und hast Schauspielunterricht genommen. Und bist jetzt, zumindest im Moment, vielleicht nicht für den Rest deines Lebens, aber im Moment Moderatorin. Gab es irgendwie einen Moment, bei dem du gesagt hast, ja, das ist jetzt mein Beruf? Also gab es da, weil wahrscheinlich geht es ja so stückchenweise. Wo war der Moment, wo du gesagt hast, das ist mein Job? Eigentlich jedes Mal neu. Also immer wenn ich den hatte, dann habe ich gesagt, das ist jetzt mein Beruf. So. Ich habe den Fitnesstrainer gemacht, damit ich das Geld verdiene, während ich nebenbei umsonst 8 Stunden beim Radio arbeite. Das hat mir Spaß gemacht, so habe ich es mir finanziert. Dann hatte ich 2 Jobs. Dann als Moderatorin, wenn ich meine ersten Aufträge hatte, richtig mit Vertrag, habe ich natürlich gedacht, jetzt bin ich Moderatorin. Aber gleichzeitig wollte ich natürlich immer mitgestalten und Sendungen auch mit vorbereiten und Interviews vorbereiten, eigentlich auch gern eigene Filme machen und habe nebenbei Journalismus studiert und dann wusste ich nicht, bin ich jetzt Moderatorin, Journalistin, auch bin ich einfach beides. Und so kam das eigentlich immer, also immer was ich habe auch immer gelernt, was ich gerne wollte. Das heißt, du bist noch gar nicht festgelegt für immer sozusagen. Nein. Vielleicht tut sich irgendwo eine neue Türe auf und dann bist du wieder Was eine andere anderes? Joe. Ja. Cool. Und von den, du hast ja sehr, sehr viele Interviews geführt. Welche Person ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Wo würdest du sagen, wow, das war echt ein Highlight für mich, wen du interviewt hast? Es muss nicht Brad Pitt sein, es Ja, kann auch eine also Brad Pitt war schon auch toll Weltenzüchterin und Oliver Stone war auch. Was ich an den großen sein. Hollywood-Stars natürlich mochte, ist, dass die so relaxed und cool sind. Je toller die sind und je berühmter, umso relaxter. Das fand ich großartig. Das hat man bei den kleinen Schauspielern gemerkt. Die waren noch sehr verbissen und manchmal nicht so locker. Klar. Aber was ich auch toll fand und ein bisschen peinlich ist, wenn man dann so beim Bauern steht und
Ich habe es wirklich erst vor 10 Jahren dann so richtig gemerkt, mit 30 plus, wir kriegen ja diese Milch von der Kuh nur, wenn die immer wieder ein Kälbchen kriegt. Und das habe ich dann das erste Mal so richtig verstanden und dachte, oh mein Gott, man denkt immer, ja, die Kuh gibt Milch, aber die muss jedes Mal so ein kleines Baby kriegen. Ja, und dann hat die das 3 Monate und dann gibt die das weg und den Rest der Milch kriegen wir. Das war für mich tatsächlich so, oh mein Gott. Und ein Förster. Ein Förster, der gesagt hat, er plant für 3 Generationen. Ich plane, bis ich meinen Koffer wieder packe. Weil sonst würde ich durchdrehen. Weil das, wenn ich dann manchmal mein Leben angucke, dann würde ich denken, das schaffe ich auf gar keinen Fall. Deswegen gucke ich immer nur, okay, wann muss ich wieder Koffer packen? Weil jetzt war dann mit Corona ein bisschen kompliziert, da musste ich nicht so viel Koffer packen. Da habe ich immer gedacht, okay, Homeschooling, nicht Homeschooling. Aber dieser Förster, der plant für 3 Generationen, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Krass. Dass der sagt, diese Bäume muss ich pflanzen, damit in 100 Jahren die jemand ernten kann. Das ist echt crazy, ja. Ja, das fand ich toll. Und es sind ja immer mehr im Kommen hybride Events. Und ich stelle es mir zumindest so vor, dass im Grunde genommen Menschen, die beim Fernsehen arbeiten, ja absolute Profis bezüglich hybride Events sind, weil jede Fernsehshow mit Live-Publikum im Studio ist ein hybrides Event. Und du warst ja auch Co-Moderatorin bei The Dome. Und das würde ich mal sagen, ist so ziemlich das Größte, was ich in Deutschland kenne, an Zuschaueranzahl vor Ort, kombiniert mit, das Ganze wird im TV übertragen. Also eine riesige Musikshow war das eben in der Arena mit mehreren tausend Zuschauern. Und jetzt ist die Frage, was können Eventmenschen von den Fernsehmenschen lernen? Wie schafft man es, dass sowohl das Publikum vor Ort im Studio oder in der Arena gut unterhalten ist, als auch die Leute, die am Fernseher sitzen oder am Rechner meinetwegen? Also, was mich immer extrem an Vorbereitung gekostet hat, tatsächlich bei solchen Sachen ist, zum einen hast du ein kleines Mikrofon, jetzt liegen hier die Haare drauf, aber das heißt, du musst eigentlich nicht laut sprechen. Ja. Wenn da aber die Massen toben, dann willst du rufen. Scooter. Und jetzt hast du das Problem, dass dann der Tonmann sich den Kopfhörer von den Ohren reißt. Das heißt, du musst eigentlich gut ausmachen mit allen, mit der ganzen Crew. Wann spreche ich zum Publikum? Und wann spreche ich zu den Leuten in die Kamera, nach Hause? Und in dem Moment, wo du zu den Leuten sprichst, darfst du dich von der Stimmung aber nicht verleiten lassen, sondern du musst total ruhig sein, weil sonst haben die keinen Spaß daheim. Das heißt, du konzentrierst dich und sprichst daheim ganz anders. Und dann wissen die aber in dem Skript, da muss man sich dann schon manchmal kann man ja auch ein bisschen freireden, aber bei solchen Sachen muss man ganz genau wissen, okay, ab jetzt spreche ich wieder mit dem Publikum, dann weiß der Tonmann, okay, jetzt wieder alle Regler runter und dann machst du die Ansage nach draußen. Das ist ein bisschen Übung und Vorbereitung, aber dann ist es gut. Ja, okay, gut, versuche ich mir auch zu merken, sehr gut. und bei den ganzen Events, die du schon, also sagen wir Live-Events, nicht so sehr vielleicht TV, kannst du dich da an eine Panne erinnern, an irgendetwas, was schiefgegangen ist, was erzählen darfst? Meine sind immer Namen. Meine größten Pannen sind immer Namen, ja? Das habe ich schon mal gehört von Moderatoren. Also bei Politikern ist es meistens nicht der Name, sondern dieser ewig lange Titel, wo man irgendwann nicht mehr weiß, was kommt da jetzt noch, habe ich alles richtig gesagt, ja? Und das ist bei Politikern immer so meine Herausforderung. Aber Namen, da gibt es halt eine Sache wirklich. Für die Frau war es nicht so schlimm. Sie war Italienerin. Für sie war es einfach nur die Mehrzahl. Aber alle, die deutsch waren, die haben wirklich sich weggelacht. Ja? Ich habe nämlich die damalige ESA-Chefin Simonetta Di Pippo vorgestellt mit Simonetta Di Pippi. Aber da war ich 23. Langstrumpf. Ja. Ich habe es auch so versucht zu überspielen. Und Panne von anderen? Also es muss ja gar nicht von dir sein. Vielleicht warst du auch auf einem Event, bei dem
sonst was schiefgegangen ist und du warst vielleicht sogar nur Gast oder... Also die Sache ist ja, Show must go on. Das ist bei euch ja genau das Gleiche. Genau. Du musst dir was einfallen lassen. Und wenn die sagen auf dein Ohr, du hast jetzt 20 Minuten, weil wir ein Problem haben, dann musst du im Zweifel Witze erzählen, wenn du nicht jonglieren kannst. Also dann ist es halt einfach so. Ja, also da ist einfach, dafür bist du ja kreativer und Künstler. Und bei Events, was war das tollste Event, auf dem du je warst? Also das kann auch, also alles ist ja ein Event im Grunde genommen, es kann auch ein Konzert sein. Unabhängig davon, ob du vor der Kamera warst oder ob du einfach nur Gast warst und dir Karten gekauft hast. Was? Oder anders formuliert. Aber was wäre das tollste Event, auf das du als nächstes gehen wollen würdest, wenn du frei wählen könntest? Manchmal ist man gebunden, weil man im falschen Kontinent ist oder Mutter ist, meinetwegen. Gibt es irgendein Event, auf das du Lust hättest, mal hinzugehen, wenn du die Karte hättest? Also es können die Oscar-Verleihung sein oder du baust dir eins und sagst, nur du und Scooter. Nee. Also hast du nichts auf deiner Bucketliste, so sagst du, das Event brauchst du. Also ich würde auf jeden Fall noch ganz viele Musikkonzerte besuchen, ins Theater gehen, also im Moment gerade alles, auch in die Kunstgalerie tatsächlich, aber jetzt so ein richtiges Event fällt mir nicht ein. Also, dann drehen wir es doch ins Fernsehen. Stell dir vor, es kommt jemand zu dir und sagt, du darfst jetzt diese Fernsehsendung moderieren. Ja. Welche dürfte es da sein? Ach, also, von Herzblatt über klein gegen groß. Halt irgendwas mit Quiz und mit Spaß und mit Ausprobieren und Action und auch um die Welt reisen. Also ich würde auch gerne Joey gegen Joko und Klaas. Ja, okay. Da könnten die sich warm anziehen, die Jungs. Verstehe, weil einfach das Reisen dir Spaß macht und andere Dinge. Nein, weil ich gerne die Herausforderung annehme und alles ausprobiere. Und hießen die Jackass, die Jungs auch mal? Ja, ich würde auch mit so einem Einkaufswagen so einen Berg runterfahren. Leider. Da kommt die Animateurin wieder durch, sehr gut. Ja, bisschen verrückt manchmal. Aber was du genau abrufst, verrückt, du hast schon Parabelflug gemacht, oder? Ja. Weil ich immer sage, also ich würde gerne, wenn ich Geld hätte und auch kein Problem mit den Bewegungen hätte, hätte ich da Lust. Also kannst du es empfehlen? Wie war das? Total toll. Ja? Total toll. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das erzählen soll, aber Für mich Parabelfliegen, also tatsächlich ist mein größter Traum, dass ich mit 80 auf dem Mond sterbe. Ich würde super gerne auf dem Mond sein. Also abgesehen davon, dass man da nochmal richtig hüpfen kann, weil da ist ja nur noch ein Siebtel von der Erdanziehungskraft sozusagen, weil da kann man ja dann mit seinen Muskeln erstmal richtig hüpfen und schwimmen und so. Aber ich fände das total toll, vom Mond zur Erde zu gucken, mit diesen Bildern, die Astronauten jetzt ja immer schicken und zu sagen, hey, da unten habe ich gewohnt, wie abgefahren, in diesem schwarzen Nichts hier oben. Das fände ich großartig. Aber Schwerelosigkeit. In so einem Parabelflug bist du 30 Parabeln lang gefangen. 30, wow. Ja, die fliegen 30 Parabeln. Gefangen, sagst du? Ja, weil du kannst nicht raus. 30 Parabeln. Ich habe es zweimal gemacht. Beim ersten Mal habe ich 30 Mal gekotzt. Und, Entschuldigung, aber beim zweiten Mal hatte ich dann Spaß. Und das Problem war beim ersten Mal, dass die sagen dir zwar, du hast 20 Sekunden, und solltest dann wieder auf dem Boden liegen. Yeah. Und ich habe das nicht geschafft, mit den 20 Sekunden wieder auf dem Boden zu liegen, weil es so einen Spaß gemacht hat. Und 20 Sekunden sind ja im Nu vorbei. Und ich bin halt noch so am Rollen und Fliegen. Und der sagt so 10, 9, 8. Und ich denke mir, okay, da ist die Stange. Ich muss jetzt wirklich runter. Und es war nicht mehr viel. Es waren vielleicht noch 40 Zentimeter. Und dann haut das ja drauf, wenn du wieder eintrittst. Und dann bist du doppelt so schwer. Ja. Und ich bin halt mit meinem ganzen Körper und meinem Kopf mit doppeltem Gewicht auf den Boden gefallen und das fand mein Kopf nicht so toll und danach hatte ich quasi 30 Parabeln lang die Tüte in der Hand. Aber beim zweiten Mal haben sie mir, ich weiß nicht, irgendwas, als wäre es eine Schlaftablette, um einen locker zu machen und aber so ein bisschen was auch wie Ecstasy, um einen aufzuwecken. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war ich locker und aber auch wach. Und ich habe auf die Leute geguckt, die auf dem Parabelflug ihre Experimente machen. Weil die haben immer so ein kleines Plüschtier. Und die sind ja festgeschnallt, die fliegen ja nicht. Die machen ihr Experiment, sind total gespannt, dass es losgeht.
Und sobald dieses Plüschtier einen Millimeter abhebt vom Boden, fangen die an, ihr Experiment zu machen. Und dann geht's halt los. Und dann muss man gut hören, wenn der zählt, noch 20, dann sollte man sich schon mal an die Stange oder an das Netz bewegen, um wieder runterzukommen. Und dann sagt er ja noch 10, 9, 8. Und dann musst du, wenn bei 0, solltest du auf dem Boden liegen. Ansonsten ist es nicht gut. Passiert genau das, ja. Aber die fliegen, was ich krass finde, tatsächlich mit zugeklebter Scheibe. Die fliegen nur nach Instrumenten. Im Zweifel würde den Piloten selber schlecht werden. Ja, also nicht nur, also auch im Cockpit zugeklebt. Das Cockpit ist mit Molton ausgelegt und man kann nicht rausschauen. Ja. Also, cool. Also hat jeder einen Thrill. Und die Einweisung war auch süß. Sollte was passieren und die Sauerstoffmasken aus dem Dings fallen, dann zieht nicht so doll, weil wenn die abreißt, habt ihr an dem Tag Pech gehabt. Leider haben wir nicht für alle Stühle, das heißt, sollten wir abstürzen, gibt es auch nicht für jeden eine Schwimmweste. Ihr müsstet also schnell sein, kriegt ihr keine, habt ihr Pech gehabt. Das war die Einweisung. Jetzt viel Spaß. Ja, und jetzt viel Spaß. Ich kenne noch ein Video von der Gruppe OK Go. Mhm. Hast du dann offensichtlich noch nicht gesehen. Genau, das ist eine Musikgruppe, die macht immer sehr künstlerische Musikvideos und eins davon haben sie während eines Parabelflugs gemacht und haben dann eine komplette Choreografie mit Bällen gemacht und jetzt habe ich noch keinen Parabelflug gemacht, aber dennoch denke ich zu verstehen, was für eine wahnsinnige Herausforderung das ist, so ein Musikvideo während eines Parabelflugs zu machen, dass du das durchchoreografierst eben und sagst, das passiert dann, weil es ja doch eine Situation ist, in der man nicht so viel Kontrolle hat. Aber, Stimmt. Also man hört cool. Natürlich, okay, jetzt geht's los. Es ist ein unfassbares Gefühl, wenn alles anfängt zu fliegen. Das ist natürlich echt toll. Es ist wirklich großartig. Und man hat danach das Gefühl, man kann 3 Tage lang Bäume ausreißen. Man hat so viel Adrenalin und Superwoman. Glück. Ja, wirklich. Dieser Hormoncocktail, den dein Körper dir gibt, weil er selber nicht weiß, stirbst du jetzt, sondern stirbt wenigstens glücklich. Ja? Der ist so fantastisch, dass du wirklich danach denkst, du kannst die Welt retten. Okay, Welt retten. Wir kommen vom Mond zurück auf die Erde. Menschen, die Events organisieren. Rette mal deren Event. Hast du einen guten Tipp, wenn jetzt ich ein Event organisieren würde, dass du sagst, was du von deinen bisherigen Events mitgenommen hast, einen Tipp, den du weitergeben kannst, damit so ein Event entweder besonders gut durchläuft oder ein besonderes Highlight hat oder Dinge, die du als Moderatorin gesehen hast und sagst, das fand ich schon immer gut, wenn die das gemacht haben, weil es gibt auch welche, die machen es anders. Mhm. Das kommt, finde ich, sehr auf die Zielgruppe drauf an, tatsächlich. Also das geht ja von, du sitzt in einem exklusiven Club, wo alle so ein Essen haben mit mehreren Menüpunkten und dazwischen gibt es Auftritte bis hin zu, die ganze Familie soll bespaßt werden oder es ist ein ganz offener Park und wenn wir nochmal sagen, wir schalten zur ISS nach oben, dann... was könnte man da machen? Also ich finde, was ja auch im Fernsehen immer mehr kommt, diese Interaktion finde ich eigentlich schon ganz gut, wenn man die Leute irgendwie mitnimmt und die nicht so anonymes Publikum sind, sondern wenn man mit denen spielt, vielleicht auch mal jemanden hochholt oder halt sowas oder einbezieht, das finde ich, find ich immer, immer toll. Da reißen sich auch immer alle drum. Also wenn ich mit meinen 3 Jungs zu den Ehrlich-Bordern gehe, dann wollen die immer, dass die raussuchen, haben sie noch nicht geschafft. Aber da müsste man sich wahrscheinlich auch irgendwie in die erste Reihe setzen. Aber also wenn ich allein von denen ausgehe, die wollen immer mitmachen. Ja? Okay. Ja, also ich glaube, das ist das. Ja, dass man irgendwie dabei sein will. Cool. Wir haben ja gerade falsch vertauschte Rollen. Normalerweise stellst ja du die Fragen. Mhm. Und jetzt aus dem Stegreif raus darfst du eine Frage stellen an mich. Und ich habe keine Ahnung, was da kommt. Was da kommt, du auch nicht. Wie würde denn dein nächstes Event aussehen? Ja, ich würde tatsächlich, es wäre ein Musikevent, bei dem es möglichst, ich sehr laute Musik habe, viele Menschen, darf gerne eng sein, sodass man wirklich da völlig eintaucht. Oder es darf auch sowas sein wie Burning Man zum Beispiel in den USA, was da in der Wüste stattfindet, weil das hat zumindest von den Sachen, die ich von außen als Videos sehe, auch so einen ganz
spezielle Stimmung dabei. Darauf hätte ich große Lust, aber an sich bin ich auch für alles zu faszinieren. Ich war, wurde sozusagen mitgeschleift zu Aladdin Musical nach Stuttgart und habe gedacht, oh mein Gott, und das ist ja so teuer und was soll ich da? Und dann sitzen wir da hinten irgendwo für so viel Geld. Und das hat mich, also das hat mich wirklich völlig begeistert und voller Neid auch, weil denen gehört ja die Bühne, ja. Die machen ja einfach ein Loch in die Bühne. Das können wir nie, weil wir immer zu Gast sind und auf Theaterbühnen spielen und es an die Bühne anpassen. Und die passen einfach die Bühne auf ihr Stück an und haben das meisterhaft auch gemacht. Also nicht nur, weil sie die Möglichkeit haben, sondern weil sie es auch super umgesetzt haben, wie ich finde. Ja, natürlich ist es ein Musical, aber wenn man sich darauf einlässt sozusagen und sagt, ja, gib mir den Kitsch, dann ist das für mich 100 von 100 Punkten. Das habe ich total begeistert. Ja. Hast du das auch schon gesehen? Ich habe es auch gesehen, ne? Und ich finde es großartig. Ich war auch mit meinen Jungs. Also ich finde es großartig. Genau. Ich liebe Musicals. Also. Fallen mir zwei Sachen ein. Würde ich als Moderatorin natürlich nicht machen, weil ich die Fragen stelle, aber ich bin ja heute auch Gast. Jetzt mache ich das einfach. Sehr gut. Erste Geschichte, weil du mich gefragt hast, wie würde ich ein Event aufpeppen? Ja. Dein erstes Event würde ich aufpeppen, indem ich eine Liste mache für die ersten 20 oder wer was Geld bezahlt. Die dürfen Stage-Diving machen. Mhm, ja. Bei deinem ersten Event mit der Musik. Nur die. Und alle anderen müssen aber auch mitmachen. Und du musst natürlich dafür Sorge tragen, dass die auch gefangen werden. Ja, also da müsstest du mal ein paar selber hinstellen. Zweites Event, zweite Geschichte. Wenn du deine eigene Bühne baust und dir fehlt im Zweifel nur die Kohle, Crowdfunding. Mhm. Ja. Würde ich versuchen. Ja. Fände ich cool. Leute begeistern. Ja. Ja. Sehr gut. Und die kriegen eine Karte und dürfen als Erster kommen. Fertig. Ja, genau. Das war's. Abschlussfrage. Die wieder ganz neuen Bereich einfach macht und gar nichts mit Event zu tun hat, sondern ich würde mal sagen, hat die Überschrift Macht die Welt ein Fitzelchen besser. Mhm. Was könnte ich ab morgen machen? Vielleicht dir nacheifern oder als Vorschlag von dir, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen? Ach, ich bin so ein ganz großer Anti-Plastik. Also wenn wirklich jeder anfängt, sich schnell anzufangen, diese Bambuszahnbürsten wenigstens für unterwegs, vielleicht diese Plastikrasierer tauschen in so einen Holzrasierer, wo man die Messer austauscht und eventuell den Deckel vom Coffee-to-go einfach da lassen und nur den Pappbecher oder vielleicht den eigenen Becher, wenn man dran denkt. So, das wäre toll. Sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Und als Letztes sagt man dann? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ganz natürlich. Also da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Unbedingt einschalten. Vielen Dank. Sehr gerne.